Hallo zusammen und willkommen zurück bei Scrap Mechanic. Wir sind wieder in meiner Technikwelt mit der Folge 10, schon der Folge 10. Ja, das geht wirklich schnell, richtig Schlag auf Schlag, aber ich habe mich vorhin herausgefordert gefühlt und da habe ich gedacht, das muss ich gleich umsetzen. Und zwar habe ich beim Factorio-Spielen einen YouTuber gesehen und der hat behauptet, man könne keine Aufzüge bauen mit Wahltasten in den Aufzügen und Ruftasten außerhalb von den Aufzügen. Und da habe ich gedacht, wenn jemand behauptet, das funktioniert nicht, dann mache ich mir einfach so viele Gedanken, bis es funktioniert. Jetzt habe ich das Video schon öfters mal aufgenommen und ich habe jedes Mal gesehen, dass egal wie ich es erklärt habe, dass ich es selber nicht verstanden hätte. Und da wir ja das jetzt ändern wollen, versuche ich das jetzt noch einmal so zu erklären, dass es vielleicht alle verstehen, die es nicht selber gebaut haben. Das Grundprinzip war jetzt ziemlich gut. Ich habe jetzt mit der Farbkanone hier farbige Felder eingezeichnet, damit ich das von oben besser erklären kann. Dann können wir die verschiedenen Schemata besser aufzeichnen, als wenn ich da nur wild rumfuchtel auf dem grauen Boden. Fangen wir erstmal an mit dem Grundprinzip. Das Grundprinzip ist ja ein Aufzug, der jetzt hier drei Stockwerke hochfährt, erstes, zweites, drittes. Die außenrum, die Beine, sind nicht, eigentlich nicht so wichtig, aber dann flattert der nicht so. Die Grundelemente sind hier unten. Und zwar sieht man das jetzt hier, wenn nicht zu viele lila Streifen da durchgehen. Ein fester Klotz, jeweils zwei Längsklötze oder Längsbalken, genauso wie bei den Türen, die müssen gleich lang sein. Und dann wieder ein fester Klotz. Und diese drei jeweils mit Bearings verbundenen Teile, beziehungsweise die drei Bearings, sind jeweils mit einem Controller verbunden. Was bedeutet, wenn ich jetzt einen Controller ansteuere, dann fährt sich eins dieser Teile komplett aus. Das heißt, wenn ich einen Controller ansteuere, erster Stock, wenn ich zwei Controller ansteuere, fährt der ganze Aufzug in den zweiten Stock. Und wenn ich drei ansteuere, natürlich in den dritten Stock. Was daran wichtig ist, ist dieser kleine Abstandsblock hier dazwischen, zwischen der 1 und der 3, die so schön hin und her blinken. Und zwar sollte der immer schön in der Waagrechten bleiben. Das Problem ist, wenn ich jetzt dieses nächste Element direkt daran gemacht hätte, dann müsste ich ausgleichen, wie die Hochfahrt ist. Und so habe ich dann einfach nur autarke einzelne Elemente, die ich dann im Endeffekt wahrscheinlich bis zu 8, 9 Stück dran bauen könnte, um dann je nachdem, wie hoch ich fahren will, immens hoch zu fahren. Jetzt fahren wir gleich nochmal in den vierten Stock. Beziehungsweise in den dritten. Ich sage immer in den vierten. Ist das vierte Stockwerk, aber der dritte Stock. Und dann können wir schön von oben runter schauen. Jetzt sieht man hier die verschiedenen Farben. Wir haben gerade gesagt, die lila hier unten sind die Einstellungen für die Stockwerke. Das heißt, wenn alle drei aktiviert ist, kommt der zu mir hoch, der Aufzug. Wenn nicht alle drei aktiviert sind, dann bleibt er natürlich unten. Jetzt haben wir den grünen Bereich. Also wir fangen natürlich von hinten an dann im Endeffekt, weil wir fangen nicht von unserem Knopfdruck an, sondern wir fangen von hinten an, von der Aktivierung. Und von hinten von der Aktivierung können wir am besten anfangen, wenn wir uns das näher unten anschauen. Ich habe eigentlich ganz runter gedrückt, dann wollen wir auch ganz runter. So. Das nächste Element hier wäre grün. Im Grünen ist es so, dass ich so eine Art Lochkarte gebaut habe. Hier haben wir drei Sensoren und hier haben wir dann jeweils Bearings, die einen Riegel vor diese Sensoren schieben, sozusagen. Moment, das kann ich jetzt auch so zeigen. Und zwar, der Controller ist dafür da, dass das Ganze in den ersten Stock fährt. Der Controller dreht dieses Bauteil und sorgt dafür, dass nur einer hier aktiviert ist. Einer von denen aktiviert einen von denen. Mit dem zweiten Controller wird das hier runtergeklappt. Da sind dann zwei aktiviert. Das heißt, zwei von diesen, das bedeutet zweiter Stock. Und klar, beim Controller hier wird das restliche umgeklappt, dann sind drei aktiviert. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir hochfahren, würden wir ja dann jedes Mal eins aktivieren, zwei aktivieren, drei aktivieren und die bleiben dann unten.
Und das ist dann unser Problem, weil das müssen wir zurückstellen und das können wir dann mit Blau und Gelb machen. Das ist aber jetzt noch nicht wichtig. Denn jetzt kommt eigentlich das Wichtige. Ich würde euch echt raten, dass ihr euch die Folge 9 anschaut. Ich habe gesehen, die ist relativ wenig gesehen worden bis jetzt. Die Folge 9 behandelt hier diese Bauteile. Das sind jeweils drei Stück. Also bis hierhin in der Folge 9 sieht man, wie sie aussehen. Und zwar sorgen die dafür, dass dieses Switch-Signal bzw. dieses Drückersignal zu einem Schaltersignal wird. Und das wollen wir im Endeffekt haben. Ich kann das nochmal kurz demonstrieren, wenn wir jetzt in den ersten Stock fahren. Erster Stock, was ist denn da los? Jetzt, wenn wir in den ersten Stock fahren, sehen wir, der dritte Stock und der zweite Stock sind nicht aktiviert, aber der erste Stock. Wenn ich jetzt den dritten Stock anwähle, wird der erste Stock zurückgestellt, der zweite Stock wird zurückgestellt und der dritte wird aktiviert. Das sehen wir jetzt nochmal, wenn ich jetzt, vielleicht kann ich es so in den Bildausschnitt mit reinnehmen. Genau das Gegenteil ist jetzt passiert, als ich ihn hier runtergerufen habe. Somit sieht man auch hier im grünen Bereich, da ist der Einser jetzt unten für den ersten Stock. Wenn ich ihn in den dritten schicke, klappt der, ja toll, jetzt ist genau das Bein davor, klappt der Vierer runter, beziehungsweise, Entschuldigung, der Dreier runter und er fährt ganz nach oben. Dann kann ich ihn jetzt wieder rufen. Dann wird der Dreier wieder zurückgestellt. Der Einser wird wieder eingestellt und das machen wir mit dem Blauen. Das erkläre ich auch gleich. Durch die großen Gewichte, die außen hier an den Schaltern sind, schwingen die immer richtig schön hin und her. Das sieht man am besten, wenn ich den Knopf drücke. Genau. Wenn wir jetzt hier unten den untersten nehmen, das ist der glitzegleiche Knopf wie der im Erdgeschoss hier vorne, um den ins Erdgeschoss zu rufen. Die beiden Knöpfe machen nichts anderes, als diese ganze Schaltung hier hinten auf 0 zu setzen. Im Endeffekt, die ganz einfache Erklärung ist, im ersten Stock müsste nur ein Schalter aktiviert sein, im zweiten Stock müsste der mittlere Schalter aktiviert sein und im dritten Stock der hier, die jeweils den grünen Bereich schalten, den ich schon erklärt habe, die jeweils den lilanen Bereich schalten. Jetzt haben wir aber das Problem. Wenn ich das jetzt nur so verkabelt hätte, dann würde es, wenn ich in den ersten fahre, in den ersten fahren. Wenn ich in den zweiten fahre, in den zweiten fahren. Aber wenn ich wieder in den ersten zurück wollte, das würde sonst nicht funktionieren. Also brauchen wir ein System, das die ganzen anderen zurückschaltet oder zurückstellt. Und das System haben wir im blauen Bereich. Der blaue Bereich, der aktiviert, wie schon im neunten im Video beschrieben, aktiviert jeweils der Sensor den Rückstellmodus für den großen Ausleger mit dem starken Gewicht, der immer hin und her pendelt und stellt den wieder auf 0. Das bedeutet, die sind jetzt gerade alle auf 0, deswegen ist der Aufzug unten. Die Sensoren sind nicht aktiviert und sobald die irgendwie aktiviert sind, das kann ich jetzt nochmal kurz machen, dann hat der mittlere zum Beispiel jetzt fürs mittlere Stockwerk ist der mittlere rüber geschwungen. Und um den wieder zurückzustellen, müssen wir nur eins von diesen Controllern hier ansteuern. Es sieht jetzt mit ein bisschen nach durcheinander aus, aber das erkläre ich jetzt auch gleich, weil das ist nur ein Multiplikator, ein Signalmultiplikator, der gelbe Bereich. Hier ist es so, egal wie der hier aktiviert wird, der sorgt immer dafür, dass der hier zurückgestellt wird. Wenn der hier aktiviert wird, sorgt dafür, dass das zurückgestellt wird und der, dass das hier. Das ist dann ganz einfach. Wenn ich in den dritten Stock will, muss ich den ersten und den zweiten deaktivieren. Und wenn ich in den ersten Stock will, dann muss ich den zweiten und den dritten deaktivieren. Und das ist eigentlich alles, was hier im blauen Bereich abläuft. Der gelbe Bereich über dem Multiplikator habe ich ja vorhin schon mal geredet. Das ist im Endeffekt nichts anderes, was dafür sorgt, dass diese Knopfdrücke, die ich hier mache, die hatte ich vorher auch eigentlich nur hier, aber dann ist mir eingefallen, wir müssen ja noch verschiedene Knöpfe in die verschiedenen Etagen machen. Und das ist eigentlich nur das, der dafür sorgt, dass die Signale, die hier sind, die glitzegleichen sind wie hier. Und zwar wird, wenn ich
Nehmen wir mal das Beispiel nur an dem hier, an dem Strang hier. Wenn ich im Aufzug den ersten drücke, fährt der hier runter. Und wenn ich hier draußen den ersten drücke, fährt der hier runter. Und die geben dann jeweils das Signal auf mein Rückstellglied und das Rückstellglied oder das Vorstellglied, Entschuldigung, und der stellt dann den Schalter wieder ein. Das kann ich auch, beziehungsweise vielleicht kann man dann, wenn man drin steht und dann Aufzug ruft. Na, vielleicht sollte ich das nicht aus dem zweiten Stockwerk machen. Aus dem dritten Stockwerk machen. Ja, da hat man es gesehen. Der ist jetzt zurückgestellt. Ja, da sind wir ja schon. Jetzt sind wir im dritten Stockwerk. Jetzt sieht man von hier oben, da läuft die Linie runter. An das Gelbe. Und vom dritten Stockwerk hier läuft die Linie runter, auch an das Gelbe. Die sorgt nur dafür, dass dann die Rückstellmechanismen, weil wir wollen ja nicht nur, wenn der Aufzug hoch und runter fährt, dass die anderen Nummern zurückgestellt werden, sondern wir wollen auch in dem jeweiligen Stockwerk, dass die anderen zurückgestellt werden. Jetzt fahren wir nochmal in den ersten Stock. Da kann man das vielleicht am besten beobachten. Jetzt fährt der Aufzug in den dritten. Ich nehme mal mein Werkzeug weg. Und jetzt sieht man hier unten die Rückstellglieder. Wenn ich den Knopf drücke, sieht man die noch, ja. Wie sie runterfahren. Und den Aufzug in meine Höhe bringen, weil die jeweils den zweiten und den dritten Stock wieder auf Null gestellt haben. Das ist das Wichtigste. Gut, jetzt sind wir hier wahrscheinlich genug hin und her gefahren. Ich denke, es hat natürlich keiner verstanden, weil ich selber nicht verstanden hätte wieder. Ich denke aber, mit den Farben ist es einfacher als das Chaos, was vorher da unten war. Und wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder wenn ich irgendwelche Elemente nochmal vielleicht neu bauen soll oder anders bauen soll, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare, dann kann ich mir wirklich Gedanken machen, wie ich das noch einfacher erklären kann. Nachbauen geht auf jeden Fall. Ihr könnt ja einfach nur mal das Video vielleicht langsamer laufen lassen oder Pause machen. Die eigenen Ideen einbringen, da bin ich ganz, ganz stark dafür, dass ihr mich da mit einbindet, weil das würde mich unheimlich freuen, wenn ihr die Schaltung, die ich hier wohl gezwungen relativ kompliziert gemacht habe, wenn ihr mir die vereinfachen könntet, wo ich gar nicht gesehen habe, dass die noch viel einfacher sein könnte. Gut, ich danke euch schon mal. Habt Spaß bei egal, was ihr auch immer macht, ob es jetzt noch Scrap Mechanic ist oder nebenher YouTube schauen, was er auch macht, wenn ihr mich seht, wahrscheinlich. Oder was auch immer. Ich habe jetzt hier noch frohe Ostern. Ich denke mal, dass ich vielleicht das Video noch während Ostern rausbringe, vielleicht auch erst danach. Und dann schauen wir mal, was mir als nächstes so einfällt. Ich wünsche euch was. Ciao.